Man meint, wenn man etwas beschreibt, dass man es erfunden hat, man hat es, nennt es dann seinen Besitz. Dass die Naturwissenschaft erklärt nicht eigentlich, sie beschreibt. Die Naturgesetze sind Beschreibungen, keine Erklärungen. Das ist der große Unterschied. Ich habe kürzlich eine CD von Einstein in meine Hände gekommen. Und dort sagt er, wörtlich, ich habe den Satz mir gemerkt, das Schönste und Tiefste, was ein Mensch in seinem Leben erfahren kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Am Schluss kommt der Naturwissenschaftler, ein Einstein, mit der tiefsten Gründe der Naturwissenschaft gestiegen ist, zum Wunder. Und zum Geheimnis. Das Geheimnisvolle ist das Ende, worauf am Schluss der Naturwissenschaftler kommt. Und er wird automatisch zum Mystiker. Und wenn er eben nicht in diese Tiefe kommt, an der Oberfläche bleibt, bleibt er ein gewöhnlicher Chemiker, wie alle anderen Menschen. Unser Bewusstsein wird ständig genährt, jede Sekunde. Wir haben das Bewusstsein nur hier und jetzt. Ich kann nicht das Bewusstsein haben von morgen oder von einer halben Stunde vorher. Immer von jetzt. Bewusstsein kommt zustande, so dass es hereinkommt. Durch Materie oder durch Energie, durch Töne durch und so weiter. Also es kommt von draußen. Aber alles, was das Bewusstsein bewirkt, das hat eine gewisse Menge oder eine gewisse Stärke. Ja, also zum Beispiel eben das, was ich, nämlich ein Rauschmittel, das ändert das Bewusstsein. Vor allem, wenn wir hier sind, wir haben ein anderes Bewusstsein, als wenn wir draußen sind. Also es ist immer etwas von draußen hineinkommt, das dann das Bewusstsein erzeugt, das momentane Bewusstsein. Und da klingt das kleinste Menge aus der Außenwelt, die äußere Welt in uns hineinkommt, ist das Stäubchen LSD. Ein Stäubchen Materie verändert unser Bewusstsein. Und das ist das ganz Einzigartige, dass es möglich ist, diese Verbindung zwischen Außenwelt und Innenwelt, materielle Welt, geistige Welt, wird erzeugt durch ein Stäubchen Substanz. LSD hat ja, muss ich immer wieder sagen, ich habe ja das LSD nicht gesucht. Das LSD ist zu mir gekommen. Ich wollte ja die Substanz, die Lisergsäure-Diethylamid, die hatte ich ja schon 5 Jahre vorher in die Pharmakologie gegeben. Die haben nichts gefunden. Dann wurden neue Methoden, Analysemethoden entdeckt. Und da habe ich gedacht, ich mache es noch ein, wir sollen es besser untersuchen. Und währenddem ich diese Substanz neu synthetisiert hatte, geriet ich in einen merkwürdigen Zustand. Bin dann nach Hause gegangen und habe mich hingelegt und habe richtig geträumt. Das war ein wunderbares Erlebnis. Das war ja das erste LSD-Erlebnis. Nicht, dass ich bewusst gemacht habe, LSD ist irgendwie zu mir gekommen. Das LSD hat nämlich gedacht, es gibt eine gewisse Substanz, eben die das erzeugt hat. Diese Substanz wieder in die Pharmakologie und die werden wieder nichts finden. Ich muss mich melden. Und es hat sich gemeldet bei mir. Ich weiß nicht, auf welche Weise. Wenn du jetzt das so Revue passieren lässt, nach über 100 Jahren, wie sieht deine Bilanz aus? Wo siehst du den Sinn deines Lebens oder des Lebens und der Schöpfung überhaupt? Ich weiß,
Ich kann mir es nicht anders vor erklären. Wenn ich als Naturwissenschaftler schaue, wie unsere Weltbild zustande kommt, dass aus nackter Materie, schwarzer Materie, aus Schwingungen, Luftschwingungen, elektromagnetische Schwingungen, unser Weltbild geformt ist. Es sind lauter Tricks, die der Schöpfer angewendet hat, damit wir unser Weltbild sehen. Und das entsteht, jeder Mensch macht es ja. Es ist ja gar nicht da so. Es ist da, das Materie ist da und die Energie ist da. Das ist das, was der Chemiker und der Physiker wertmessen kann. Das ist da. Und alles andere macht jeder Mensch für sich. Jeder Mensch schafft sich ein eigenes Weltbild. Und das ist ein großartiges Wunder.